zweiten Algorithmus, der geht jetzt ein bisschen anders vor. Und zwar überlegen wir uns zunächst mal hier so ein Optimalitätskriterium. Ja, also was muss beispielsweise ein kürzester Weg erfüllen oder was muss auf einem solchen kürzesten Weg gelten, damit er überhaupt in Anspruch nehmen kann, ein kürzester Weg zu sein. Für einen Knoten J aus V bezeichnen DJ die Länge, also das hat jetzt nichts mehr mit dem D, was wir eben berechnet haben, zu tun, sondern also für einen Knoten J aus V bezeichnen DJ die Länge eines gerichteten Weges von einem Startknoten zum Knoten J. Und diese DJ sind die Entfernungen kürzester Wege genau dann, wenn das Folgende gilt. Wenn ich also für alle Kanten IJ diese Bedingung hier gültig habe, dass halt DJ kleiner ist als DI plus die Entfernung von der Kante I zur Kante J. Wir prüfen einfach die Bedingung für alle Kanten IJ, solange bis sie für alle Kanten erfüllt ist. Also genau dieses Kriterium. Ja, das wäre jetzt irgendwie erstmal so eine ganz generische Idee für so einen Algorithmus. Das gießt sich dann in den sogenannten Label-Correcting-Algorithmus, also diese Labels, diese Markierungen, das sind halt diese D. Ja, und wir fangen im Prinzip mit einer initialen Markierung an. Ja, und die wird auf Basis dieses Optimalitätskriteriums jetzt halt sozusagen korrigiert. Das heißt, in jedem Schritt speichern wir, das bezeichnen wir mal als Abstandsmarkierung, DJ. Initial setzen wir die irgendwie auf unendlich. Dann haben wir nämlich noch keinen Weg von einem Ausgangsknoten zu dem Knoten J gefunden. Oder es ist die Länge eines gerichteten Weges vom Ausgangsknoten zu Knoten J. Ja, und gegebenenfalls im nächsten Schritt wird das Ding nochmal verbessert. Und hier jetzt genau das Gleiche, was wir eben schon bei dem Dijkstra angesprochen hatten. Wie finden wir denn jetzt konkret den Weg dann zu einem Knoten? Ja, da machen wir das auch so. Wir speichern uns in so einem Hilfsfeld eigentlich nur den Vorgänger. Und dann können wir halt entsprechend auch den kürzesten Weg ermitteln. Und das ist irgendwie so eine generische Variante von diesem Algorithmus. Wir starten da auch wieder mit einem Knoten V0 als Eingangsparameter. Das ist der Startknoten und ermitteln jetzt den Abstand zu diesem Knoten, zu allen anderen Knoten. Ja, Initial 0, Vorgänger auch irgendwie 0. Initialisierung für jeden Knoten J setzen wir diese Abstandsmarkierung auf unendlich. Quasi iterativ prüfen wir das immer irgendwie durch. Wobei das noch ziemlich generisch ist. Wir müssen uns noch genau irgendwie auswählen hier, wie wir vielleicht dann diese Kantenauswahl da verfeinern. Wir fangen an mit Knoten 1. Der kriegt den Wert 0, alle anderen kriegen den Wert unendlich. So, und finden wir denn jetzt eine Kante, wo wir dieses Kriterium verletzt haben? Also, wir müssen jetzt prüfen, dj, ist das irgendwo größer als di plus wij? Das ist das, was wir prüfen müssen. Also zunächst sicherlich mal hier irgendwie die hier oben, 2 und 3. Das d von 2 ist unendlich und das ist sicherlich größer als 0 plus 2. Und wenn das der Fall ist, dann setzen wir es halt entsprechend auf den Wert. Das heißt, wir würden jetzt hier eine 2 eintragen. Da würden wir uns diese Kante hernehmen, würden hier als Vorgänger die 1 eintragen, würden uns dann beispielsweise diese Kante auswählen. Da würden wir hier auch die 1 eintragen. Und was würden wir da eintragen? Auch eine 2, ne? Und jetzt hätten wir weitere Kandidaten, beispielsweise die 4. Die würden wir jetzt beispielsweise über die 2 erreichen und da würden wir eine 6 eintragen. Ich mache es jetzt mal bewusst ungeschickt. Jetzt könnten wir uns beispielsweise als nächstes die 5 auswählen. Auch da gilt das noch nicht. Und wir können uns jetzt beispielsweise auswählen, weil die Reihenfolge ist ja hier so ganz genau nicht festgelegt, weil es existiert eine Kante IJ mit DJ größer DI plus WIJ. Wir können uns ja jetzt als Vorgänger für den von der 5 auch die 4 aussuchen. Haben wir es irgendwie ungeschickt implementiert, dann würden wir hier eintragen eine 9 und hier die 4. Und gibt es jetzt immer noch eine Kante oder immer noch einen Knoten, für den wir das Ding hier als gültig haben? Also wir sind jetzt irgendwie gelaufen über den hier. Den haben wir gemacht. Genau, das ist immer noch verletzt. Wir haben jetzt einfach ungeschickt implementiert. Bei unserer Auswahlstrategie in Zeile 5 haben wir uns die falsche Kante rausgegriffen. Kann ja mal passieren. Also hier könnten wir aber noch verbessern, nämlich über diese Kante hier. Wir könnten beispielsweise über die Kante 3, 5 verbessern, dass wir unten irgendwie die 3 eintragen. Hier hätten wir die 3. Diese generische Fassung spezifiziert jetzt keine genaue Vorgehensweise bei der Auswahl der nächsten Kante. Das hatte ich gerade demonstriert. Also wir haben uns da jetzt irgendwie eine Reihenfolge hergenommen, aber das ist nicht im ersten Schritt dann über die optimale Wahl. Ja, wir können das irgendwie der Reihe nach machen, indem wir die, keine Ahnung, alphanumerisch irgendwie durchgehen. Und dann kommen wir hier irgendwie auf die Laufzeit. Gesamtlaufzeit, n ist Anzahl der Knoten, m Anzahl der Kanten. C ist irgendwie maximale Kapazität oder maximale Länge. Ich zeige Ihnen einfach mal eine Variante, die eine ganz gute Laufzeit hat, indem ich nämlich dann eine Liste verwende, um Auswahl der Kanten zu organisieren. Das ist identisch. Wir tragen in so eine Liste rein die zu bearbeitenden Knoten. Also anfangs ist das nur der Startknoten. Holen das Element heraus, dann gucken wir uns über Adjazenzliste, also AdJ von I ist die Adjazenzliste der Kanten, die von I ausgehen. Dann nehmen wir uns jetzt einfach der Reihe nach alle Kanten vor. Über
überprüfen dann diese Bedingung. Und wenn dieses Optimalitätskriterium verletzt ist, dann setzen wir halt diesen Wert neu. Und wenn der Knoten J noch nicht enthalten war, dann tragen wir den in die Liste ein. Also eigentlich eine relativ kleine Ergänzung. Das heißt, der Algorithmus unterhält eine Liste mit allen Kanten, die dieses Kriterium verletzen. Wenn das Ding leer ist, haben wir eine optimale Lösung gefunden. Ja, und wenn wir jetzt beispielsweise für einen Knoten den Wert korrigiert haben, dann müssen wir im Prinzip auch alle Nachfolgeknoten nochmal neu aufnehmen. Weil dann könnte ja deren Kriterium auch wieder verletzt sein. Insgesamt kommen wir hier auf eine Laufzeit m mal n, aber das ist ja nicht besser als eben. Ne? Der funktioniert aber jetzt auch mit negativen Kanten. Das zahlt der andere eben nicht.